Hallo Leute und willkommen ja heute mal wieder zu einer neuen Folge von Plants vs. Zombies zusammen mit WCTV Play. Was geht? Und ja, wir sind immer noch beim Pool-Level und ja, heute zum ersten Mal haben wir diese Delfine da, diese Dudes mit dem Delfin. Und jetzt würde ich sagen, laden wir auch gar nicht so viel rum und starten wir direkt rein. Let's go! Okay, gut. Ja, also ich würde sagen, die brauchen wir auf jeden Fall. Sonnenblumen. Seerosen. Boah, die den, auch. Den, genau, ja. Jetzt so, und jetzt. Drei Typen da. Ja, den. Und ich würde den brennenden Baum würde ich auch mitnehmen, weil der ist geil, Alter. Der ist schon krass, aber ich überlege gerade, ob ich noch stattdessen. Wenn ich jetzt halt genau wüsste. Komm, bitte. Ey, lass mal. Digga, wir müssen auch mal neue Dings. Ja. Pflanze mal ausprobieren. Ja, wir kennen die natürlich schon als OG. So, ja. Zweite Reihe. Perfekt. Weil ich's kann. Wenn ich die sogar eher in die dritte gesetzt habe, hätte wegen dem Baum halt so. Genau. Ja, dann heul halt, Digga. Okay. Ja gut, dann pack aber den normalen Shooter, pack ihn dann in die vierte Reihe. Hier. Da kommt ja, einfach jetzt. Der Dude dann. Ja, warte, der schafft das gleich auch. Safe. Noch eine Sonne, komm. Ja, der schafft es. Pack ihn in die vierte Reihe. Hier. Doch, der passt. Ja, ja, mach das jetzt. Das packt der nicht, scheiß auf. Ach, Digga, belief doch einfach mal. Nein, das packt der nicht. Jetzt wirklich, das hat er nicht gepackt. Niemals hätte er das geschafft, Alter. Ja, Digga, ich schließe mit dir gleich auch so einen Angriffspakt, Alter. So, jetzt pack ihn dahin, genau. Was soll ich denn hier hinplacen? Ja, da kommt dann nachher der Baum hin, Digga. Der brennt. Ja, aber der muss ja vorne hin, damit der hier auch brennt. Erst wenn die Dinger darüber so fliegen. Ja, okay, gut. Dann pack ihn dann die davor, Digga. Ja, ist scheiß drauf, ist egal. Ich brauch noch die Bäume davor. Brauche ja nochmal eine Sonnenblume. Ja, unten. Ah, das kommt wieder so ein Dude hin, Alter. Ja, der ist halt echt gut, Digga, ne? Das ist echt praktisch. So. Bro, dann kommen wieder 10.000 auf einmal von den Sonnenblumen. So. Und dann, wenn man sie braucht, kommen sie nicht, ne? Ja, genau. Oh, da kommt so ein Helm-Dude. Das reicht. Ja, packen nicht. Sonst die Nuss würde ich hinpacken, oder? Schon, oder? Ja, machen. Ja, genau dahin, perfekt. Aber es sind nur zwei Bälle. Hinter die normalen Shooter nochmal so eine Shooter-Reihe hinplacen. Ja, safe. Alter. So, unten auch noch? Yep. So. Und dann kannst du es, glaube ich, schon auf Wasser richten. Ja. Dann langsam die anderen Typen, die auf die 300 Alter, aber der frisst die jetzt komplett an, ne? Das wird jetzt gleich so abfacken, weil der jetzt so einmal angefressen ist. Deswegen nachher die dicken Nüsse, Alter. Ja. Ja, safe. Alter, wie viel? Oh, oben ja. Auch. Aber gleich sollst du unten Münze? Ja. Den mach ich schon mal so. Der Baum ist halt auch nicht günstig, aber der ist halt, Digga, wenn er brettert, dann. Ja, das geht richtig ab, Alter. Der geht komplett ab. Der rasiert dann wirklich, also das ist dann schon wirklich eine Investition, wo es sich schon lohnt. Ja. So, dann kommt der nächste Helm-Dude. Mann. Chillt doch einfach mal mit eurem extremen Zeug da. Die Zombies müssen immer gleich übertreiben, ne? Schlimm. Ja, immer doch, Digga. Ja, hier kommt wieder so einer. Soll ich jetzt erst die 300er machen oder erst die Feuer? Ja, mach 300er und dann setz ihn auf den Pool-Dings da. Weil dann deckt er so ziemlich. Hierher. Hier und da einen hin. Hier dann deckt er alles ab, so ziemlich her. Oh, unten, pass auf. Ja, unten, ich habe gleich einen 300er jetzt. So, ja. Das sollte reichen, oder? Reicht es? Ich setze so einen kleinen Hund hin. Hallo? Ja. Jo, der kommt durch! Der hat den komplett weggefressen. Nein! Jo! Scheiße. Ey, da brauchen wir oben, noch definitiv gleich einen, ne? Ja, ja, unbedingt, weil sonst haben wir ein Problem. Ah, hier, der wird jetzt. Oh, shit, jetzt kommt schon die Welle, Digga. Warum denn, Mann? Chill doch. Oh, ne, gleich kommen die Delfine. Oh. Dann ey, aber du kannst ihn doch nachher aus dem Wasser ziehen, ne? Also ich brauch unbedingt den jetzt gleich, wenn dann Delfin kommt. Und die sind auch komplett schnell, die Delfine. Aber, zieht der die Delfine sofort runter? Oder erst ich glaub schon, der sollte die doch runterziehen, oder? Ja, da, ich höre schon so ein Delfingeräusch. Weg mit dir, du Lappen. Komm, weg mit dir, komm. Ja, wichtig. Geil. Ja, also. Jupp. Alter. Weil, ach nee, Digga, der nächste. Ey, dann nimm diesen Fettklops gleich. Warte. In den Fettklops.
So, jetzt. Jo, komm, schnell. Ja, oh, er überlebt, wichtig. Junge, Alter, das wäre, ich sag noch zwei. Junge, wie viele kommen denn, denn da? Jo, ja, übertreib. Die Pflanze ist weg, ist over. Ist egal, Digga. Setz gleich neue hin. Der 300er sollte es packen, glaube ich, ne? Ja, das packt er schon. Er frisst jetzt hier alles weg. Ja, jetzt komm, verlier doch einen Arm, Digga. Hallo? Das lohnt sich jetzt nicht. Ja, lass das, schafft er, Digga. Wenn nicht, dann, Bruder, dann wein ich. Hallo? Mhm. Digga, was ist das für ein Lauch? Ja, Digga. Ey, unten, pass auf, der mit dem... Mit dem Hut. Der Hut-Dude. Aber der sollte draufgehen von den ganzen... Ja, und gleich, ey, pack schon den brennenden Baum, Digga, davor, würde ich jetzt sagen. Ja, safe. Ich brauche jetzt hier... Ich muss jetzt hier für Delfine absafen ein bisschen hier. Ja. So, jetzt brennender Baum. Vor die Nuss, Digga, vor die Nuss. Hier, oder wo? Nein, runter. Ja, nee, Mitte Pool. Mitte. Hier? Runter. Ein runter. Ja, da. Perfekt. Oh, ja, geil, Alter. Oh. Ja, ja, warte, dann nimmst du gleich diesen einen. Und... Jo, warum springt ihr da rüber? Ja. Ja, der kann auch nach hinten springen. Hast du es gerade gesehen? Der ist nach hinten gesprungen. Ehrenmann. Der ist nach hinten gesprungen. Ja, ich weiß, der kann auch nach hinten springen. Das ist ja komplett OP. Jo, ich hatte kurz richtig Schiss, dass ich... Die Delfine sind schon OP, ne? Ey, pack wieder eine Dings von diesem brennenden Typen da. Ja, mach ich jetzt. Auf Pool. Ja. Die Delfine sind so... So OP. Fast das Falsche rausgerutscht, ne? Ja, ja. Aber unten ein bisschen... Ja, das... Digga. Ich mach jetzt unten da die... Digga. Ja, ich muss es so machen. Es geht nicht. Es ist ja, ich weiß, aber man kotzt einfach an, Alter. Ja, ey. Ich weiß. Es ist komplett... Ach. Ja, pack da. Jetzt kommen ja gleich wieder Delfine. Kommt gleich letzte Welle. Ja, pack nächste Nuss aber. Nächste Nuss. Brauch hier noch einen. Das wäre halt ganz geil. Jetzt, wir haben hier einen für so die Delfine. Weil die 300er müssen jetzt carryen. Wir haben jetzt schon so ein Problem. Warte, hier kommt so einen hin. Call, dass hier Delfin kommt. Okay. Der kommt direkt mal weg, der Delfin hier. Sehr gut damit. Dann springt der da hinten rüber. Ja, Junge, aber die ganzen... Digga, Junge, da ist ein bisschen gefährlich gerade. Ey, du kannst auch beide gleichzeitig, ne? Mit dem fetten Typen da. Diesen Sack, Alter. Ja, aber das reicht easy. Krieg mir hin. So, nächste Nuss wegen Symmetrie, Alter. Ja. Nee, die muss... Nee, der oben. Ja, sieht wenigstens halbwegs okay aus. Der kommt durch. Ja, wir haben endlich die große Nuss. Wir haben sie endlich. Leute, geil. Jetzt kommen die anderen Nüsse weg. Jetzt haben wir den Game Changer. Die geile Sau haben wir jetzt, Digga. Ja, nice, next level. Das ist wirklich geil. Jetzt. Yo, okay, wir wollen die Pepperoni, Digga. Alle, okay, jetzt. Ey, warte, geh aber vorhin nochmal kurz zum Shop. Vielleicht kannst du einen neuen Slot kaufen. Das wäre wichtig, Digga. Neun Slots. Okay. Ah nein, du hast kein Geld, scheiße. 20.000. Jo. Jo. Okay. Und da ist der Dublinator, wo 4 auf einmal schießen kann, wo ich mal gemeint habe. Ja. Da gibt's auch Wasserrasenmäher, aber den brauchen wir nicht. Ja, okay, große Nuss safe. Sonnenblume auch. Den Typen, drei Typen da von denen. Dann würde ich den Dreier und die Birne. Ja, easy. Dann würde ich sogar auf den Feuertypen verzichten. Ja, doch, safe, ja. Wir brauchen die Chili einfach oder halt die Peperoni. Hätten wir noch einen Slot, hätte ich den wohl, mitgenommen, aber so. Ja, safe. Okay, also das wird jetzt, glaube ich, schon richtig anstrengend. Junge, das... Das könnt ihr jetzt schon richtig fetzen. Dicke, geile Nuss, Alter, Ich kann mir halt vorstellen, dass jetzt halt drei Wellen kommen und die letzte Welle halt so komplett reinscheppert. Safe. Und wir dürfen jetzt am Anfang keine Fehler machen. Wir sind ja schon bei Level 9 von der dritten Welt, sag ich mal, von dem Pool. Okay, drei Level, ich hab's gecallt. Da kommt einfach so ein Sack hin. Und das nächste Level ist ja schon das Finale, sag ich mal, von diesem Pool in der Szenario. Ja, ja, das machen wir vielleicht heute sogar noch. Mal schauen. Ja. Hier nächste. Ja, pack mal den ersten Shooter da. Na, egal. Ja, ich mach das jetzt so. Erstes Ding mach ich immer relativ safe. So, bam. Da ist alle Sonnenblumen. Jo, ich hab gedacht. Bam. Fabrik läuft. So, und jetzt können wir die Shooter machen. Den nehmen wir jetzt mit dem Shooter auseinander. Jetzt gib mir Sonnen. Der hast schon 6 platziert, aber. Ja, perfekt. Ja, ich meinte Sonnen, damit ich den endlich setzen kann, den Shooter, so meinte. Ja, aber jetzt haben wir endlich die richtig geilen. So. Ja, ich
Also, was ist unsere Taktik? Ich glaube, wir müssen jetzt hier schon auch immer mal wieder so pflanzen. Ja, safe, Digga. Und dann würde ich auch. Sonst werden wir auseinandergenommen. Ey, ich würde die Nüsse weiter nach vorne setzen, die großen Nüsse, ne? Weil dann wird dann wird der schon relativ schnell abgeblockt, sage ich mal. Ja, ja, safe. Irgendwie, keine Ahnung. Ich würde so. Ich denke hierher Mitte, sogar. Mitte oder so. Hier. Weil so viel brauchen wir nicht. Ja, hier. Nice. Hier können wir den nächsten Dude hinballern. So, da, ich fange eigentlich direkt schon mal damit an, weil die brauchen ewig ja, zu reloaden. Ja, ich hätte den noch ein bisschen weiter vorne gesetzt, aber egal. Ah, das brauchen wir gar nicht, Vertrau, das brauchen wir gar nicht. Egal, wie Wellen geht schneller. Ist, Alter, du siehst hier nicht mal mehr, wie viel Energie sie kostet, ne? Weil der so das ist komplett krank. Digga, die ist so geil, Alter. Ja. Oh, ah, guck mal, da kommt sogar der Speer. Aber der kann nicht rüberspringen. Der juckt uns jetzt halt gar nicht. Ja, oh, ja, du kleines Opfer, echt. Du kleiner Knecht. Und jetzt pass auf so. Boing, easy. Gar nichts. Und die hat auch komplett viel Leben, ne? Ja, du kannst gleich auf. Ich würde noch warten, Digga. Ah, ich würde das jetzt mal hier noch in place. Ja. So. Oder ansonsten setz gleich schon den ersten Dings hier, den 300er würde ich machen. Joa, könnt mir eigentlich schon machen. Ich mache erstmal hier noch einen, weil die so lange zum Reloaden brauchen. Ja, also. Guck mal, wie viel der schon angefressen wurde und er ist immer noch nicht ansatzweise irgendwie angefressen, ne? Ich weiß, Digga, der ist geil, Alter. Hier kommt der. Ja, jetzt 300er, komm, jetzt gib mir die 300er. Zwei Sonnen noch, komm. Noch ein. Komm. Digga, wir haben doch schon so viele Sonnen, Mann, Alter. So. Weg mit dir. Der sollte doch drauf gehen, oder? Ich mache das sicherheitshalber mal noch so. Ja, ah, der geht schon drauf. Das sollte reichen. Wenn der Hut gleich weg ist, ja, easy. Ja, das schafft die. Der Eimer-Typ, die sind halt nicht zu unterschätzen. Ne? Ja, die sind krass. Das ist die mit dem Eimer, die sind. Der wäre dann noch durchgekommen. Oh. Locker. Safe, Digga, safe. Bam! Das ist halt wirklich so ein richtiger Wall, ne? Da kommt halt nichts durch. Ja, Digga. Der erste Delfin kommt. Ja, schlingst du runter. Bam, weg mit ihr, Opfer. Zip. Jupp, weg. Jupp, wip, weg. Ich mach jetzt hier die nächste Nuss, die große. Ja. Aber jetzt ist mal hier noch auf 300er warten. Ja, ja, safe. Komm. Ja, weil das eine Typ mit dem Dings, mit dem Hut, ne? Ja. Komm, es geht mir. 300er, hallo. Digga, ja, und dann kommt nichts, wenn man es braucht, ne? Ja, genau. Ja, place. Ich hab hier nochmal so einen, das sollte der schon hinbekommen. Ja, packen die auch so, Digga, wenn jetzt gleich der. Ja, easy. Ich will eigentlich nicht, dass er die. Ja, das frisst er halt auch noch weg, ne? Ach, Digga. Das muss ja, in dem Moment, ne? Ey, unten Turner. Plus. Bam. Boing. Eigentlich wollte ich hier wegen Delfin jetzt. Ich kann das halt auch nicht unterschätzen, wenn er halt einmal komplett Gas gibt, weil der ist auch nicht langsam, ne? Ja. Alter, ich habe jetzt so Schiss von diesem Delfin. Ich will unbedingt jetzt so die Nüsse an, diese. Im Ding im Pool. Unbedingt. Ja. Komm, jetzt. Einen kann ich so wegmachen und einen kann ich so wegmachen. Aber jetzt kommt bald die nächste Welle und da will ich wenigstens die Nussreihe haben. Weil die könnten sonst uns wirklich ganz schön Probleme bereiten. Er ist angefressen da oben. Ey, du setzt gleich die nächste Nuss, ne? Glaub mir. Und dann. Kommt der andere Lane. Dann kommt er genau in die falsche Reihe, Digga. Genau ja, auf der anderen Seite. Ist immer so. Jo, aber da oben geht schon ab, Alter. Die wird schon angefressen. Aber Bruder, wie viel die aushält, ne? Das Junge. Ist komplett krass. Eine richtige Wand, Alter, Junge. Mhm. Geil. Oh, okay, oben ist schon kritisch, Digga. Ja, der hat ja heute schon. Ist halt so ernst, aber trotzdem weint sie, ne? Die Nuss, Digga. Mhm. Oben müsstest du dann nachher. Ja, aber die hält trotzdem. Die hält immer noch so viel aus wie eine halbe von den kleinen. Ja, Digga. Das ist. Denk dir, hast du doppelt so viel. Ey, ich glaube, so eine angebissene. So eine leicht angebissene große Nuss hält so viel aus wie eine ganze kleine Nuss. Ja. Safe. Was? Oh, nächster 300er kannst du placen. Ja, mach ich. Immer auf Pool setzen. Ja. Und dann würde ich jetzt auch place die nächsten 100er, denkst du? Kannst du auch. Ich würde noch abwarten ein bisschen. Auf ja, aber die nächste 300er halt, dann. Ja, okay. Ja, der juckt uns jetzt nicht. Das ist deswegen, das ist geil. Bam, du Opfer. Ich das erste Mal so Plants für Zombies gespielt hab, Digga. Ich hab nie die großen Nüsse da mitgenommen, Digga. Und Delfin hat mich immer überfordert, Digga. Aber da hab ich so gecheckt, oh ja, geht ja auch mit denen, ne? Ja, eben, deswegen, ich nehm die immer mit. Ich nehm die, ich finde die, auch auf Dach hab ich die noch mitgenommen, teils. Ja, safe. Ja, auch, aber was halt nachher abfuck war, waren diese Leitertypen. Leitertypen, die waren richtig abfuck. So, jetzt haben wir schon mal eine relativ cleane Verteidigung gegen die Welle.
Den kann ich hier oben direkt austauschen. Ja, jetzt kommen Delfine, die jucken uns wahrscheinlich nicht. Da kommen gar keine. Kannst du mich schon gleich. Ja gut, zwei brauchst du noch, ne? Alter, wie viele da ist. Junge, die ganze Armee, Alter. Ja, ja, aber die wird komplett zerfetzt. Ja. Ja, jetzt schweigen wir der Eimer-Typ, Digga, er hat nicht mal seinen Helm beschädigt, ganz unten, guck mal. Ja, ja, ich weiß. Jetzt ein bisschen erst. Digga, der Typ ist so stark, ne? Das weiß ich gar nicht, weiß. Guck mal, er hat immer noch relativ. Guck mal, sein fast ganzer Helm hat er noch, Digga. Guck mal an. Und oben dann noch, dann kannst du die nächsten 100er placen. Ah, ich mach hier noch eine 300. Ich weiß, die sind ein bisschen verschwendet. Guck dir das mal an, der hat immer noch seinen Helm, Alter. Weißt du, der unten wird jetzt richtig angefressen. Der wird schon auch so aussehen wahrscheinlich. Ja, aber ich sag, der hat immer noch seinen Helm, das Zombie. Jo, aber guck dir, wie viele das sind, ne? Das ist jetzt schon. Guck mal unten das Zombie. Das hat immer noch seinen Helm. Der hat immer noch den Helm. Das ist. Jetzt kommt nochmal eine Damage-Stufe und dann ist er erst weg, der Helm, ne? Jetzt wird er nochmal. Ja. Jetzt, Digga, das ist. Alter. Bruder, ey, place jetzt 300er gleich. Ja, jetzt hier oben. Die Ecken waren gerade auch unsere Schwachstelle. So, und jetzt werden wir hier vorne wieder placen. Ja, die 100 hat dann, ne? Ja, safe. Erstmal Pool, also, aber. Oh. Ja. Geil. Ich sag aber, die Taktik, mit der wir gerade fahren, ist echt gut. Ja, safe. Die ist echt gut. So, hier. Ist aber relativ simpel so, ne? Ja, relativ simpel schon, ja. So. Ich muss die halt jetzt dann irgendwann austauschen, weil. Ja, ich mach das jetzt eigentlich ab, gleich Alter. Vor die Welle kommen, mach ich das jetzt schnell. Das fuck doch einfach ab, Alter. Ja. Lang lebe die Symmetrie. Oh, da kommt ein Delfin. Ja, der wird komplett auseinander. Der ist eigentlich ziemlich low, Alter. Aber Foche, der eine, weißt du, der hat uns fast komplett auseinandergenommen, ne? Ja, der hat alles überlebt. Deine Delfin oder was? Ja, der eine Delfin vorher, weiß nicht mehr. Ja. Ey, Digga, jetzt ist die eine angebissen da ja, oben, Junge. Ja, ist. Ah, Mann! Aber besser wie das denn hier. Jetzt kommt letzte Welle. Mach wenigstens unten weg, Alter. Mach wenigstens unten weg den. Ja, Kenner, mach ich jetzt Alter. Auch. So. Das sollten wir relativ gut. Den Eis tauschen wir gleich auch noch aus, Digga. Einfach. Okay, jetzt komm. Fuck. Ich hab keine. Gib mir Energie. Hallo. Schnell. Digga. Gib mir Energie. Hallo. Eine Sonne, bitte. Der Weg gleich. Digga. Junge, der wird so platt. Der hätte uns so platt gemacht. Der wäre hier einfach durchgefahren. Yo, war das knapp. So, warte jetzt, bis du die nächste Nuss noch bekommst, Digga, die ist fast reloaded. Die werden hier auch gedamaged, die wird so oder so gedamaged, das können wir vergessen. Das können wir so vergessen, ja, Lisa, da. Ja, shit. Ihr müsst jetzt alle Eimer angefressen werden. Dann mach wenigstens den 100er noch unten. Mach ich. So. Außer die beiden hier wäre es sehr symmetrisch gewesen. Ach, komm. Oh, Brief. Für die letzte Mission. Er muss wieder übersetzen, ne? Hello. Warte mal. Wir haben gehört, du hast eine Poolparty. Wir denken, dass es Spaß machen würde. Well, bright over. Mach dich bereit oder sowas? Liebe Grüße, Zombies, glaube ich. Keine Ahnung, Digga. Zombies. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das machen wir aber in der nächsten Folge von Plants vs. Zombies. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge von Plants vs. Zombies gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Checkt gerne meine anderen Socials auch ab, alle in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt auch gerne WCTV Play ab. Und ja, jetzt würde ich sagen, du hast das letzte Wort. Ja. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Ja, genau. Haut rein und habt noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao.